Und hallo und willkommen zurück zu Lara Croft Go, dem vierten Part meiner Anspielserie zu diesem Spiel. Und wir sind wieder hier am Hebel stecken geblieben im Labyrinth der Steine irgendwo. Und hey, als ob ich nicht schon genug Kabel um mich rumliegen habe, die mich gerade abschnüren. Also Kopfhörerkabel, Mikrofonkabel, Kabel, das vom Tablet zum HDMI-Port geht, um es aufzunehmen. Kommt jetzt noch ein wunderschönes Kabel dazu, nämlich der Akku von meinem Tablet ist fast leer. So, jetzt darf ich auch noch ein Stromkabel hier oben rumhängen haben. Ist das Leben nicht cool? Ja, ist wunderbar. Egal, wir waren hier stecken geblieben. Drücken jetzt mal am Hebel und sehen, dass der eigentlich gar nichts so wirklich Wichtiges macht. Ah, ich vermute, das ist die Backup-Lösung. Wäre ich hier oben lang gegangen und wäre dann runtergefallen, was ich glaube ich machen muss. Verdammt, jetzt komme ich nicht mehr zurück, ne? Ach, verdammt. Ich komme ja jetzt nicht mehr zurück. Ja, dann kann ich das, was ich euch eigentlich sagen möchte, euch jetzt auch zeigen, weil, naja, wird da zwangsläufig darauf hinauslaufen. Denn ich bin doof. Warum müssen wir hier lang laufen? Diesen Weg nach unten nehmen. Um die Schlange dann aufs Abstellgleis zu schieben. Na komm. Und dann hier nach oben zu gehen, um uns den Speer zu sichern. So, jetzt können wir auch sicheren Fußes wieder zurückgehen. Und hier noch diesen Krug mitnehmen. Und okay, jetzt können wir, glaube ich, die Schlange wegmachen. Aber warum sollen wir eigentlich da nach hinten zur Eidechse? Ich vermute, die Eidechse soll uns mit Hilfe der orangenen Druckplatte nach unten schieben. Scheinbar. Kann ich mitleben. Okay, aber wie muss ich denn jetzt weiter? Weil hier geht's ja offensichtlich. Okay. Das ist cool. Nicht nur, dass hier die Schlange auftaucht, sondern auch, dass wir uns hier so ein bisschen verstecken vor der Schlange. Das wirkt ziemlich cool jetzt. Das hat was. Das hat wirklich was. Das finde ich nett. Okay, nichts wie weg hier. Das war das Labyrinth der Steine und jetzt sind wir am Rand des Dammes im Labyrinth der Steine immer noch. So. Wenn ich mich nicht ganz täusche, war das Level scheiße. Hier müssen wir aufpassen, denn die Spinne geht gleich auf die Druckplatte und will uns wegschieben. Das finde ich nicht so nett. Das unterstütze ich nicht. Oh Gott, reicht das? Reicht das? Es reicht nicht. Ach, ich bin doof. Das muss man mal sagen. Das wird man doch mal sagen dürfen. Okay. Ich glaube, ich gehe einfach hier unten lang. Dann komme ich hier nach oben. Und jetzt habe ich die zwei Felder Platz, die ich brauche, um hier rüber zu gehen. Sehr gut. Alles klar. Da ist noch ein Artefakt, wie auch immer Laura das einsammelt. Muss ich gar nicht wissen. Das mache ich als ihre dritte Hand sozusagen. So, die Abschnitte finde ich immer cool, wenn man hier so direkt von einem Bereich, den man sieht, in einen Bereich, den man nicht sieht, wandert. Das hat immer was. "14 von 32 Saphiren", ihr wollt mich doch verarschen. Wenn ich die Spinne jetzt runterschubse, dann ist sie ja auf meiner Ebene und wird mich höchstwahrscheinlich töten. Also lasse ich das lieber. Ach, schade.
Das ist jetzt wieder ein bisschen kniffliger. So recht erinnern tue ich mich an das Level nicht mehr. Aber ich glaube, das ist einfach nur so ein kleines Ausprobieren. So, ich glaube, ich marschiere jetzt mal... Ausweichen bringt nichts. Hier hin. Was passiert, wenn ich mich hier runter... Hält sie sich fest? Nee, tut sie dummerweise nicht. Ich frage nämlich gerade, ob es einen Grund hat, dass... Ups, da war das Mikrofon. Ob hier dieser Bereich begehbar ist. Es ist ja scheinbar keine Backup-Lösung. Sondern ich werde mich da irgendwie festhangeln können oder so. Ah, das war doof. Schneller, schneller, schneller. Okay. Wie machen wir das? Spinne ist weg. Ich komme bis hier hin und kann den Hebel ziehen. Bringt mir aber nichts, weil jetzt hänge ich erstmal fest. Das heißt, ich kann nur hierhin ausweichen. Wenn ich den Hebel jetzt nochmal ziehe, dreht sie ja instant wieder um, aber ich könnte bis dahin kommen. Eins, zwei. Hebeln. Dann hierhin ausweichen, weil die Spinne macht dann das. Und jetzt habe ich eins, zwei, drei, vier. Es hat aber hart geknallt. Ich finde das immer schön. So, die Level sind perfekt ausgelegt, so auf die eine Lösung. Aber manchmal ist einem das auch so ein bisschen zu knapp. Aber ja, es ist ein Rätselspiel. Das ist ja auch irgendwie der Sinn. Gut. Ich gehe jetzt nicht ein Feld weiter, weil das wäre doof. Gehen wir nach unten. Jetzt gehe ich am besten wieder nach oben und kann da lang und hierhin erstmal ausweichen. So. Ich habe genug Platz. Ist das da unten? Das da unten war ein Krug. Okay, ich habe genug Platz, um hier lang zu laufen. Okay. Jetzt habe ich Problem Echse. Problem Echse ist in der Tat ein Problem. Aber erst, wenn ich einen Schritt weiter gehe. Jetzt ist Problem Echse ein Problem. Problem Echse. Ich laufe aber mal kurz der Spinne hinterher. Ah, jetzt habe ich mir in die Scheiße manövriert. Jetzt habe ich mich in die Scheiße manövriert. Verdammt. Bin gerade ideenlos. Ich weiß, wie ich den ersten Abschnitt schaffe. Nein, das war doof. Das war doof. Muss man so sagen? Darf man ja auch noch sagen. So, das war nämlich so, so. Ausweichen und hoch, 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 hoch. Dann hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. So. Jetzt brauche ich theoretisch einen Zug mehr, aber ich habe keine Option, außer nach vorne zu gehen. Ich habe nur die goldene Flucht nach vorne. Die Schlange verfolgt mich, wenn ich nach unten laufe. Die Schlange, die Echse. Ah, gut. Das Problem Echse hat sich damit gerade erledigt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wofür ist dieser Bereich hier eigentlich gut. Vielleicht auch nur als Ablenkung. Als kleinen Tweak der Spieleentwickler, um dich zu ärgern. Naja, wir haben dann den Abschnitt geschafft, also werde ich mich nicht weiter aufregen. Und wieder ist ein Teil der Brücke vervollständigt. Das ist sehr schön. Erstmal wieder umsehen. Haben wir einen Krug in Sichtweite? Ich sehe nichts, von daher weiter. So, neues Element. Wir haben jetzt Säulen. Oder wie meine Mutter sie damals bei... wie hieß denn das Spiel? Auch ein fantastisches Tablet-Spiel genannt hat. Säuli. Wir haben jetzt eine Säuli. Wie hieß denn das Ding? Ach, Monument Valley. Auch ein tolles Spiel. Hätte ich gerade nicht meine Tomb Raider-Reihe am Laufen, würde ich euch mal Monument Valley vorstellen in einem Video... Fantastischer Titel. Habe ich dummerweise auch kein Review von gemacht auf Zockerrevier. Hätte man eigentlich machen können. Aber wirklich fantastisches Spiel. Also kann ich euch nur empfehlen. Kostet auch nur ein paar Euro im Store, aber ist fantastisch. Warum will ich das Ding noch weiter bewegen? Ich bin doch ein Depp.
Nee, ich krieg das Ding nicht woanders hin bewegt. Ist, glaube ich, auch noch nicht. Wir werden ja auch gerade die Säulen vorgestellt. Die Advanced-Konzepte von Säulen kommen, glaube ich, erst später. Ich werde mal schnell mein Mikrofon ein bisschen rumdrehen. So, jetzt kann ich ein bisschen anders sitzen. Oh, also, das ist leider kein perfektes Konzept für Tablet-Spiele aufnehmen, muss ich gerade sagen. Zumindest nicht lange. So, irgendwann wird mein Genick steif und alles wird nervig. Und ich habe vergessen, meine Flasche zu nehmen für Trinken, verdammt. Das muss ich jetzt erstmal schnell fixen. Ich hole mir mal schnell was zu trinken. Ja, ich hätte jetzt auch auf Pause machen können, aber ich bin ja viel zu faul. So, außerdem muss ich mir das Level mal kurz angucken, um zu schauen, was hier überhaupt zu tun ist. Okay. Kann Säulen bewegen. Darin sind wir uns einig. Ich komme auch am Rand an die Schlange ran. Ich glaube, ich mache erstmal die Schlange weg. Bevor ich irgendwas weitermache, erstmal die Schlange weg. Ah, und ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Wir schieben die Säule mal dahin. Holen uns hier das Ding. Dann nehmen wir dieses wunderbare Artefakt mit oder Fragment oder was weiß ich. Und jetzt muss ich nochmal kurz umbauen. Ich weiß nicht, wie nötig es ist, aber es ist gerade mein Lösungsansatz. Den setze ich jetzt mal um. So, bei den Säulen, die muss man übrigens einfach, naja, dann den Pfeil antippen, wo man sie hinhaben möchte. Seht ihr ja auch, ihr seht ja schließlich, wo ich hintippe. Von daher, was erkläre ich euch das eigentlich? Aber egal. Gut. Moment, die Säule kann ich gar nicht bewegen. Das macht so ein bisschen meine Idee gerade kaputt. Wie kriege ich denn diese Säule hier runter? Jetzt bin ich verwirrt. Ich wollte jetzt eigentlich die Säule hier nehmen, hierhin verfrachten, dann wunderschön über diese Säulen rüber ins Ziel hüpfen. Das funktioniert aber nicht. Weil ich die Säule hier nicht bewegen kann. Man braucht dann immer davor und dahinter einen Platz. Hä? Hä? Ach so, warte, es geht auch einfacher. Zwar so. Ja, das. Warum machen sie dann die Säule dahin? Verstehe ich nicht, aber egal. Auf ins Ziel. Da! Ah! Eine Schlange. Hat die gerade Hörner bekommen? Hatte die ganze Zeit schon Hörner? Eine Hornschlange. Gut, wo sind wir jetzt? Ich mag ja ehrlich gesagt auch die Level, die mehr so einen Puzzle-Aspekt haben. Oh, warte, das war so. Mhm. Wir schieben einfach die Säule auf diese Knackplatte. Schieben sie nochmal zurück. Schieben sie nochmal drauf. Und zack, schon haben wir wieder ein begehbares Feld. Andersrum hätte das nämlich nicht funktioniert. Wenn wir jetzt hier rüber gehoppt wären und dann zum Hebel, dann wären wir natürlich gestorben dabei. Und das wäre nicht schön. Und dank der Säule haben wir dieses Problem des Sterbens ganz einfach umschifft. So, noch ein Stück von der Frostspinne. Die Hälfte der Frostspinne haben wir zusammen. Ob wir die zusammenkriegen insgesamt, wissen wir nicht. Ist aber egal. Okay. Das schreit nach komplexen Sachen. Komplexe Zusammenhänge, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es auch nicht komplex. Manche Sachen wirken komplexer, als sie sind. Auf den ersten Blick. Gut, die Schlange steht uns im Weg. An die Schlange kommen wir ran? Kommen wir nicht ran? Nee, kommen wir nicht ran.
Das ist ja ärgerlich. Kann man eine Säule auf Schlangen fallen lassen? Konnte man Säulen auf Schlangen fallen lassen? Das muss ich mal eben ausprobieren, ob das funktioniert. Säule plus Schlange gleich Chaos? Fragezeichen. Aber platte Schlange vor dem Herrn. Also, platter geht's fast gar nicht mehr. Gut, dann hebe ich mir den Speer erstmal auf. Nee, den Speer brauche ich jetzt schon. Und für was ich den Speer brauche, das zeige ich euch im nächsten Part von Lara Croft Go. Dann geht es nämlich weiter im finalen, letzten Part. Ihr könnt euch schon mal überlegen, ob ihr vielleicht doch noch mehr von diesem Let's Play sehen wollt. Dann damit gerne in die Kommentare mit eurer Meinung und überhaupt eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und sage Tschüss.